Ihr Lieben, hier ist wieder euer Miami Johnny auf meinem YouTube-Kanal für alle Fans und für alle Hater. Ich habe mir mal in den letzten Wochen und Monaten eure Kommentare angesehen, bis ich dann irgendwann mit meinen Administratoren der Meinung war, dass wir die Kommentarfunktion ausschalten. Ganz ehrlich Jungs, was ihr da teilweise für einen Bullshit von euch gebt. Oh Mann, ihr gehört dahin, wo ich die letzten sechs Jahre war und da habe ich euch auch getroffen. <laughs> Aber das macht nichts. Das bestärkt mich immer und immer wieder in meiner Tätigkeit die letzten 14 Jahre. Und ähm, ich spare mir jeden Kommentar zu euren teilweise wirklich unterirdischen Statements und Kommentaren. So, weiter mit wichtigen Dingen. Ihr habt so lange nichts von mir gehört wegen... Natürlich Corona. Ich muss dazu sagen, ich habe meine Rockereinsätze mit einem großen Medienhaus in Deutschland abgedreht und deswegen habt ihr auch bei YouTube bis jetzt kein neueres Videomaterial von mir bekommen, weil ich darauf warte, dass das Medienhaus die Beiträge veröffentlicht. Das wird jetzt geschehen. Corona ist fast vorbei und überstanden. Ich hoffe, ihr wart alle gesund. Und wenn, dann hoffe ich, ihr habt das alle gut überstanden. Also, es geht jetzt weiter auf meinem Kanal. Ich werde euch dann den Link schicken, wo es dann online zu sehen ist. Und wenn das große Medienhaus dann die zweiteilige Doku ausgestrahlt hat, werden wir weitermachen mit meinem Gefängnisaufenthalt. Freut euch unter anderem auch über neue Trainingsvideos mit Soltan und mir. Ich konnte natürlich während des Shutdowns meinen Körper nicht unbedingt weiter verbessern, aber er hat sich auch nicht weiter verschlechtert. Und ähm, wir werden das dann auch zum Anlass nehmen und ähm, auch auf das Thema eingehen, wie man vielleicht dann auch mit Widerstandsbändern zum Beispiel trainiert oder auch zu Hause trainieren kann wenn man so wie wir alle im Shutdown zu Hause bleiben musste und kein Fitnessstudio hatte. Na, wie gesagt, seid gespannt, dieses Jahr kommt viel auf uns zu. Ähm, mit Markus und mir wird es dann auch weitergehen. Ihr wisst, dass Markus und ich Songs aufgenommen haben, sieben an der Zahl. Äh, leider liegt Markus oder lag Markus mehr als 14 Tage im Koma. Er ist auf dem Weg der Besserung und dann werdet ihr von uns auch wieder mehr sehen und hören. Und dann geht es ja auch jetzt auf Mallorca weiter. Vielleicht sind wir demnächst im Megapark und im Bierkönig zu sehen. Auf jeden Fall kriegt ihr dann auch von uns Material, wie wir durch die Schinkenstraße laufen. Gerne auch mit euch zusammen. Auf bald. Macht's gut. Bleibt gespannt.